wieder zu früh. Okay, haltet mal an. Seit dem zweiten Mal, dass du sehr früh aufgemacht hast. Spring du mal nach hinten. Darf ich filmen? Ist das okay? Ich hab da kein Problem mit. Wenn meine Birne nicht dort im Dings drin ist, im Fenster, bin ich absolut okay. Ihr habt's beide schon gut gemacht, ein-, zweimal. Ja? Jetzt ist irgendwie wieder so der Wurm drin, dass es eigentlich hinten raus, du machst zu früh das Lenkrad auf. Und dadurch ziehst du ihn oder bekommst du ihn gar nicht mehr rein. Kurzes Anregen, kurze Bremsticken. Achtung, lenken, er kommt. Ich war jetzt auch einen Tick zu früh mit der Lenkbewegung in die andere Richtung, deswegen stehen wir jetzt in Höhe von der Pylone. Ja? Mhm. Aber ihr seht, wo ich hinschaue. Und das war jetzt, weil ich zu früh, einen Tick zu früh nach rechts gelenkt habe. Aber das Entscheidende ist, das Umlenken von der einen zur anderen Seite, das muss schnell kommen. Ja. Und auch mit dem richtigen Winkel. Und dann hast du ihn genau da, wo du ihn haben willst. Das hier ist mühselig auf Asphalt. Nachher auf dem Schotter, das ist Vorbereitung für heute Nachmittag, geht euch das Ding sowas von Schmitz Katze mit dem Arsch weg, im Speziellen da oben. Das Gute ist, dass wir bergauf fahren, in die Sparkassenkurve rein. Bergauf heißt immer, es wird Energie abgebaut durch den Berg, den ich hochfahre. Weil sonst hätten wir da oben wahrscheinlich ein paar Einschläge in der Leitplanke. Ja. Gut, vom System her aber verstanden, oder? Verstanden, ja, danke. Super, danke. Okay, nächstes Auto und los. Hat er zu aggressiv, hat er gelenkt, hat er. Weil er mir das zeigen will. Ja, war sehr schön. No. Nur untersteuern. Der Dampf ist raus. Noch ein Auto und dann habt ihr es geschafft. Ja! Ja! Geil, Daumen hoch, das war der krönende Abschluss. Also damit belassen wir das. Sehr gut gemacht. Okay. Wir werden sicherlich jetzt am Nachmittag nicht mehr so viel Grundlagenforschung machen, so wie wir es jetzt. Ha ha ha.